Ja, also herzlich willkommen jetzt ganz offiziell zum zweiten Teil von unserem Rhetorik-Workshop. Und ich habe hier eine Karte von Europa mitgebracht. Und im Speziellen ist hier die Route eingezeichnet von Madrid nach Amsterdam. Und wie vielleicht ein oder andere weiß, habe ich bei einer Challenge mitgemacht von Red Bull, die da heißt Can You Make It? Und das Ziel ist, in 8 Tagen von Madrid nach Amsterdam zu kommen. Das wäre dann prinzipiell nicht so kompliziert. Das Problem ist, das soll nur ohne Geld und ohne Handy passieren. Und eigentlich nur bewaffnet mit Red Bull-Dosen, die du halt verwendest, um Dinge zu tauschen, um von A nach B zu kommen, um einen Schlafplatz zu organisieren. Und wir waren zu dritt mit diesem Abenteuer. Und ja. Also die Rahmenbedingungen waren ganz klar. Madrid, Amsterdam, 8 Tage, kein Handy, kein Geld. Und an sich wäre das ja, wie soll ich sagen, recht einfach gewesen, weil vielleicht war schon mal der ein oder andere von euch Autostoppen. Wenn du einmal auf einer Autobahn bist, dann ist Autostoppen mega easy. Also du musst nur mal auf eine Autobahn kommen und über einen Rastplatz, dann findest du recht schnell eine Mitfahrgelegenheit. Das heißt, nur von A nach B zu kommen, ist jetzt nicht so schwer. Was es schwieriger oder wie soll ich sagen, auch spannender gemacht hat, war, dass das Ganze auch 8 Zwischenstopps beinhalten musste, 6 Zwischenstopps beinhalten musste. Und so sind wir dann zuerst nach Burgos gefahren, dann war nächster Stopp in Bilbao, dann Bordeaux, dann Paris, Lille, dann Brüssel und dann Amsterdam. Und das war ja erst das Knackige, weil immer aus einer Stadt draußen rein zu müssen, das macht's schwierig beim Autostoppen, vor allem wieder rauszukommen aus einer Stadt. Wenn du mal draußen bist, ist alles fein, aber immer innerhalb einer Stadt, dass du da eine Mitfahrgelegenheit findest, ist immer ein bisschen mühsam. Und wie gesagt, was die Reise spannend gemacht hat, war, dass es Zwischenstopps gegeben hat, dass es was dazwischen gegeben hat. Und so ist es auch bei einer Präsentation. Also wir können die Rahmenbedingungen klar abgesteppt haben. 8 Tage Madrid, Amsterdam. Ohne Handy, ohne Geld. Aber spannend oder herausfordernd macht es eigentlich, was dazwischen passiert. Jede einzelne Etappe. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Wie man einen Vortrag aufbaut, eine Präsentation aufbaut. Und ich habe hier ein Zitat mitgenommen vom Karl Philipp Gottfried von Clausewitz. Das ist ein deutscher General, also früher war der General, ist mittlerweile schon gestorben natürlich, und war ein großer, großer Intellektueller, was auch das die Taktik und die Strategie von Kriegen betroffen hat. Und er sagt da, es ist also nach unserer Einteilung die Taktik die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. Die Strategie, die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges. Also einfach runtergebrochen, Strategie ist das große Ganze und Taktik sind die einzelnen Kämpfe. Die Strategie ist wirklich so das große Ganze und die Strategie und die Taktik sind dann die wie gesagt, der Gebrauch der Streitkräfte, also wirklich das Einsetzen innerhalb eines Gefechts, also eines kleinen Gefechts. Und die Strategie ist das Nutzen von mehreren Gefechten innerhalb eines Krieges. Und das letzte Mal habe ich auch gesagt, die Vorbereitung auf eine Rede, auf einen Vortrag lässt sich vergleichen wie die Vorbereitung auf einen Boxkampf. Und wir wollen nicht zuerst schlagen, sondern zuerst fragen und haben da irgendwie vier Punkte identifiziert. Also der erste Punkt, den du machen solltest, ist, den Gegner zu analysieren. Also da haben wir letzte Woche darüber geredet, dass du einfach schauen musst, ja, dass ihr schauen müsst, wer ist meine Zielgruppe, wen spreche ich an, was sind die Rahmenbedingungen. Das Rundum, angefangen von wo halte ich meinen Vortrag, warum halte ich meinen Vortrag, wie halte ich ihn, wann halte ich ihn, zu welcher Uhrzeit. All das haben wir jetzt letzte Woche besprochen. Und heute wollen wir über die Taktik und die Strategie innerhalb eines Vortrags sprechen. Und warum lässt sich das auch wieder auf einen Boxkampf ummünzen? Ihr müsst euch das so vorstellen, innerhalb eines Boxkampfes überlegst du dir auch,
nicht nur eine einzelne Runde oder einen einzelnen Schlag, sondern ein Boxkampf geht ja über mehrere Runden, geht über einen längeren Zeitraum. Und da stellt man sich halt vorher noch eine Taktik zusammen. Möchte ich meinen Gegner in der dritten Runde K.O. schlagen oder möchte ich den, weiß ich nicht, müde machen bis zur 12. Runde? Innerhalb, weiß ich nicht, der 5. Runde kann ich die Schlagkombination anbringen, innerhalb der 10. die Schlagkombination. Und so ist es gut, sich auch für einen Vortrag eine Taktik und eine Strategie zu überlegen. Also, wie baue ich meinen Vortrag auf und wie schauen die einzelnen Teile meines Vortrags aus? Ich habe euch jetzt ein Video mitgenommen und das ist von David Lama, der als die Erstbesteigung vom Lunar Gru gemacht hat. 2019 war das. Leider ist er mittlerweile gestorben, der David Lama. Und das ist ein Berg, der sehr, sehr lange versucht wurde zu besteigen, sehr, sehr kompliziert ist, auch im Himalaya-Gebirge liegt. Und es ist ein 3-minütiges Video und das möchte ich euch einfach mal zeigen. Und einfach jetzt mal mich zurücknehmen, in meinen Mund halten und ihr dürft es einfach mal genießen. Also, David Lama war der erste Mensch auf diesem knapp unter 7000 Meter hohen Berg. Und aufzusteigen, hat er sicher nicht
Weil sie sicher nicht einmal losgegangen hat und gesagt, ja, mache ich jetzt einfach. Sondern, ich meine, wie würdet ihr eine mehrtägige Bergtour planen? Zuerst mal irgendwie so eine Idee haben, was man macht. Erste verrückte Idee, sich überlegen, das schaut nett, dass dieser Berg noch unbestiegen. Und danach würdest du vielleicht diese großen Brocken, diesen Berg in mehrere Tagestouren unterteilen. Und jede Tour ist dann vielleicht anders angelegt, weil jede Tour hat seine eigene Schwierigkeiten, seine eigenen Herausforderungen. Weil das erste Stück sehr flach und sehr lange. Das andere ist mega, mega steil und braucht wieder ein ganz anderes Equipment. Und all das spielt aber zusammen, um am Ende ganz, ganz oben zu stehen. Und David Lama, also wenn man sich so einen Bericht durchliest, spannend war es, innerhalb von 3 Tagen war er da oben. Also er ist halt auf dem Basislager gestartet und hat dann halt 3 Tage vom Basislager aus gebraucht. Und er war sogar schon mal, glaube ich, ein Jahr davor oder 2 Jahre davor, war er kurz davor, diesen Berg zu besteigen, hat dann 40 oder 50 Höhenmeter vorm Gipfel umgedreht, weil das Wetter so schlecht war, um dann 2 Jahre später zurückzukommen und diesen Berg zu besteigen. Und es ist total beeindruckend, es gibt total viel Vorbereitung da hinein, wesentlich mehr Vorbereitung als das Bergsteigen dann selbst da hinauf. Aber das macht ihn dann so gut. Und so eine, um wieder zurückzukommen zu dem, was wir machen wollen, einen Vortrag vorzubereiten, ist auch wie die Vorbereitung aufs Bergsteigen. Und jetzt möchte ich mit euch mal kurz gemeinsam brainstormen, was ist der beste Weg, eine Strategie für einen Vortrag zu erstellen. Naja, man muss das Thema wissen, oder? Ja, das ist natürlich, ja. Genau, also man muss ja natürlich auch wissen, welches Publikum da ist, wie wir letztes Mal besprochen haben. Also man muss auch wissen, okay, wer sind die Leute, die ich ansprechen möchte? Und da muss man sich halt überlegen, okay, in dem Thema, was möchte ich für eine Message rüberbringen? Also es muss in jedem Vortrag, denke ich, eine Message geben, so ein Main, so einen großen Punkt oder ein großes Thema, das ich behandeln möchte. Und da liefere ich verschiedene Argumente rein, zum Beispiel. Wie würdet ihr das angehen oder wird das einer von euch angehen, sich so eine Strategie oder einen Aufbau eines Vortrags sich zu überlegen? Ich glaube, ich würde einfach mal am Anfang halt so ein bisschen so quasi ins Blaue raus und mal ein paar Suchanfragen bei Google, je nachdem, wie fachlich das sein muss, aber Google oder Google Scholar einfach mal, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, was sind so die meistgesuchtesten Schlagwörter, mal so quasi auf Schlagwörtersuche zu gehen. Um ein bisschen ein Gefühl fürs Thema zu kriegen. Genau. Conor, was meinst du noch? Ich glaube, ich werde mal YouTube-Videos anschauen, wie das andere machen. Wie sowas vorzubereiten. Wie sowas, ja. Ganz kurz noch eine andere Frage. Hört sie auch die ganze Zeit so ein Piepsen? Ja. Ja. Ich glaube, das bist du, Sascha. Das macht Spaß. Weil vorher waren alle stumm und da war es auch da. Ja, jetzt ist weg. Ja. Ja, jetzt ist weg. Wie einen Wanderplan zu erstellen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ist das der Tisch? Nein, das ist mein Laptop.
Okay. Ich weiß nicht. Kopplung, kann das sein? Irgendwie. Vielleicht ist der Lautsprecher jetzt laut. Ja, vielleicht ist jetzt, ich glaube, jetzt ist es besser. Ja, zurück zum Thema. Ihr habt schon alle sehr wichtige Sachen gesagt. Also zahle erst einmal die Kernaussage, das, was ich an einen Mann bringen möchte, also ein Thema brauche ich, aber was möchte ich eigentlich ausdrücken, was möchte ich sagen? Was ist das, was ich den Leuten mitgeben möchte? Und was ist eigentlich der Ziel dieses Vortrags? Und die Strategie, die soll dieser rote Faden, diesen roten Faden bilden, den der Vortrag haben soll. Im Prinzip, wie wenn wir wieder zurückgehen zum Bergsteigen, diesen ganzen Wanderplan, diese ganze Tour in mehrere Etappen zu unterteilen. Und was dabei wichtig ist, das habe ich zumindest für mich gelernt, und ich glaube, das solltet ihr auch beachten, ist, Zeit zu nehmen für die Vorbereitung. Je mehr Zeit, umso besser werdet ihr euren Vortrag vorbereiten. Weil du hast dann immer Zeit, Sachen zu überarbeiten, zu überdenken. Ihr könnt euch Gedanken machen, einfach mal so zwischendurch kommen dann Ideen hoch. Und was die Lisa schon angesprochen hat, oder auch Konrad, du, sich YouTube-Videos anschauen, Sachen zu googeln. Ich habe es jetzt mal Brainstorming genannt. Oder auch, wenn man oft mit Freunden oder so, wenn man das Thema gerade irgendwie beschäftigt, wenn man einfach drüber redet, oft einfach nur in dem, dass man halt drüber redet, kommen dann oft die besten Gedanken, die Ideen. Also ich habe das auch oft, dass ich einfach, wenn ich einen Vortrag vorbereite, dass ich gar nicht aktiv daran denke und irgendwann sitze ich da und habe schon eine halbe Stunde über das nachgedacht, worüber ich nächste Woche sprechen möchte. Und dann schreibe ich halt meine ganzen Gedanken auf. Also das ist irgendwie so ein Brainstorming, seine Ideen, die Gedanken, die Geschichten, eure eigenen Geschichten, also euch die mal überlegt, was habt ihr irgendwie passendes zu dem Thema schon erlebt oder was könnt ihr erzählen, was habt ihr von anderen gehört, irgendwelche Bilder, die euch einfallen. Also wirklich, können auch Bilder von, weiß ich nicht, Natur sein oder welche Bilder, die ihr in den Köpfen der Leute zeichnen möchtet. Und die Strategie, die soll dazu da sein, ich habe es ja schon gesagt, um aus dem Chaos eine Ordnung zu schaffen, um den roten Faden durch den ganzen Vortrag zu ziehen. Und was dabei hilft, ist, den Vortrag auf mehrere Säulen oder Etappen, wie wir schon jetzt öfter gehört haben, aufzubauen. Und das kann unterschiedlich sein, aber es gibt so, ich habe jetzt mal mehrere Ansätze da aufgeschrieben. Einerseits sind irgendwie drei Punkte mitzugeben den Leuten. Zu sagen, okay, ich möchte um die drei Punkte meinen Vortrag herum aufbauen. Was anderes, das wir zum Beispiel gern bei Predigten verwenden, ist dieses Schema von heute, damals, heute. Also ich nehme Bezug auf irgendwas in ein Problem von heute. Schau mal an, was sagt die Bibel damals dazu, wie war das so? Und wie kann ich das jetzt mit in die Gegenwart nehmen? Auch so ein Klassiker, ich meine, wir haben das alle gelernt bei Deutsch aufsetzen, oder ich habe das alle gelernt bei Deutsch aufsetzen wahrscheinlich, ist so die Einteilung in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Also eine Einleitung wäre dann, wie jetzt so eine kurze Geschichte von mir, dann kommen wir jetzt in den Hauptteil, wo es wirklich ans Eingemachte geht, an die Arbeit geht. Und dann den Schluss, wo ihr dann nochmal zusammenfasst, wo ihr nochmal das Gesagte, die Hauptpunkte unterstreicht, diese Kernaussage da den Leuten nochmal mitgebt. Oder, und das ist der Punkt, den ihr auch machen könnt, ist einfach alles auf den Kopf stellen, durcheinander einfach mal was komplett Crazy-mäßiges zu machen. Hallo Jan? Ja, und das ist so wichtig, die Strategie ist deswegen so wichtig, diese Säulen, auf die man alles aufbaut, weil Menschen keine konstante Aufmerksamkeit haben. Ihr kennt das sicher. Wenn der Pater George predigt, irgendwann schaltet man zwischendurch trotzdem mal ab. Und deswegen ist so ein Spannungsbogen, heißt das, total wichtig. Also du baust langsam Spannung auf. Da, wo du das
platzieren möchtest, was dir die Kernaussage ist, das Wichtigste ist, da ist der Hochpunkt der Spannung. Und dann lass es wieder fallen, Spannung. Und du kannst mehrere solche Spannungsbögen einbauen. Damit holst du die Leute immer wieder zurück. Aber noch wie viele Minuten? Wie viele Minuten ist der erste Peak? Kann man das irgendwie so sagen? Ich würde sagen, es ist ganz unterschiedlich, weil es kommt ganz auf die Länge drauf an. Mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, der erste Peak ist immer gleich mal am Anfang. Also, dass du die Leute catcht gleich am Anfang. Dass du irgendwas Spannendes erzählst oder irgendwas, was sie mitnimmt. Es kann eine Frage sein, eine rhetorische oder eine wirkliche Frage. Wenn die Leute nicht gleich am Anfang zuhören, dann hast du sie eigentlich so gut wie verloren. Mhm. Oder es ist schwierig, sie wieder abzuholen. Und es gibt sogar eigene Studien und deswegen ist auch diese Strategie so wichtig und dieser Spannungsbogen so wichtig und vor allem auch wichtig, was du am Anfang und am Ende sagst. Es gibt Studien, die sagen, Leute nehmen sich am meisten mit von dem, was sie am Anfang und am Ende einer Tätigkeit erlebt haben. Haben sie eine Studie gemacht auf einem amerikanischen College und haben sie gefragt, woran haben sie die meisten Erinnerungen? Und die meisten Erinnerungen hatten die Studenten aus ihren ersten 5 Wochen im ersten Jahr Uni und den letzten paar Wochen ihrer Uni-Zeit. Deswegen ist dieser rote Faden so wichtig. Nächster Punkt, die Taktik, die einzelne Etappe. Wie können wir eine Taktik, eine einzelne Etappe für einen Vortrag bilden? Was unser Chemieprofessor ganz gut gemacht hat, immer, das wollte ich eigentlich zur vorigen Folie schon sagen, um seinen Spannungsbogen zum Beispiel aufzubauen, hat er immer, ist auf einmal zum Beispiel in den Dialekt gewechselt oder hat irgendwie so, es war etwas anders oder er hat einen Witz gerissen oder sowas und hat so eben durch diese Veränderung, damit das nicht monoton bleibt, durch dieses Ausbrechen aus dieser Monotonie vorherigen, hat irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich gerissen und kann dann zum Beispiel genau in dem Moment nach einem Witz oder nachdem er irgendetwas anders macht, einen wichtigen Punkt sagen. Was könnte noch eine Taktik sein für einen Vortrag? Was könnte so eine Teiletappe sein? Was könnte ich quasi verwenden als Stilmittel? Am Anfang eine Frage vielleicht. Mhm. Ja, zwischendurch. Ein kurzes Video, so wie du vorher das eingebunden hast. Ich finde, das holt schon die Aufmerksamkeit auf. Mhm. Also ja, generell. Mit Bildern arbeiten, die sie im Laufe des Vortrags weiterentwickeln oder halt so quasi mitwandern. Also so wie es du zum Beispiel gemacht hast, jetzt mit der Landkarte ist jetzt, dass man sagt, ja, das ist, also dass man im Vortrag der Landkarte weiter wandert sozusagen. Weil das lässt sich ja bei vielen Sachen irgendwie auch weiterführen, dass man zum Beispiel sagt, so wenn es jetzt was Medizinisches ist, sozusagen, dass man das dann irgendwie halt mit den Sachen aus dem Umfeld halt verbildlicht. Ja. Mhm. Ganz gute Punkte. Konrad, was hast du noch? Ich habe noch gedacht, am Schluss vielleicht nochmal, also am Anfang und am Schluss nochmal das Gleiche oder zusammenfassen, den ganzen Vortrag zusammenfassen, sodass die Menschen sehr viel mitnehmen. Also das, was sie am Anfang hören und am Schluss hören, wenn das nochmal was Ähnliches oder was Gleiches ist, nehmen sie sehr viel von diesem Thema quasi mit. Und ich würde auch solche Sachen machen, wo man interagieren kann mit dem Publikum, also eben rhetorische Fragen stellen oder vielleicht wirkliche Fragen stellen oder keine Ahnung, kommt darauf an, wo man ist, ja, was das Publikum ist. Ja. Vielleicht ein kleines Spiel einbauen oder so. In der Uni haben sie immer so Quizzes eingebaut, so kleine, wo dann jeder mit dem Handy mitmachen kann. Genau, solche Sachen.
Genau. Also ich habe das schon sehr gut gesagt. All das und irgendwie noch viel, viel mehr. Alles, was irgendwie so Pfeffer reinbringt in die Sache. Und einmal ein bisschen so einen wo du wieder da bist, wo es dich mitnimmt, wie du sagst, ein Witz oder so, oder ein Bild. Und eine Sache oder ein Beispiel, das mich total beeindruckt hat, wie gut man ein Bild einsetzen kann für etwas, kommt vom Center for Science and Public Interest. Das ist ein amerikanisches Institut, das sich um die allgemeine Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung kümmert. Und die haben eine Studie gemacht darüber, wie ungesund Kinopopcorn ist. Weil halt Kinopopcorn ziemlich, ziemlich ungesund ist. Das war immer die Vermutung, dann haben sie mal Studien gemacht in mehreren großen amerikanischen Kinoketten. Und sie hätten jetzt sagen können, ja, in einer durchschnittlichen Packung Popcorn sind 60 Gramm gesättigte Fettsäuren. Damit kann jetzt keiner was anfangen. Sie haben sicher im Herzinfarktrisiko irgendwie beschrieben, oder? Nein, sie haben es viel cooler gemacht. Sie haben eben die Packung Popcorn am Tisch gestellt und dann haben sie Folgendes gemacht. Das ist nicht nur ein Burger, nicht nur zwei Burger, sondern drei Burger an Fett und haben die hingestellt. Wow, okay, cool. Es wäre so, als würdest du ein Backel Butter essen. Echt? Heute, ich glaube schon. Ist das so arg, oder was? Ja. Gibt's nicht. Die haben halt in Amerika nochmal extra so Buttersoße drüber und so. Es schmeckt urgut. Aber uns ist das nicht so brutal, oder? Was ich mir gedacht habe, dass viele Salz ist, muss extrem ungesund sein. Ja, aber dann die Fettsäuren sind das Ungesunde. Stört. Und das hat mich total beeindruckt, weil das ist so ein Bild, das bleibt dir. Wenn ihr jetzt sagt, ja, 60 Gramm XY, aber wenn man sagt, okay, da ist so viel Fett drin, wie wenn du drei Burger essen würdest oder wenn du eine Packung Butter isst, das bleibt hängen. Und so? Ein Beispiel wäre zum Beispiel, eben Galileo macht das immer mit Fußballfeldern. Die beschreiben immer die Längen im Fußballfelder. Oder Badewannen. Oder Badewannen. Genau, aber die Taktik oder die Planung einer einzelnen Etappe, das unterstreicht meinen Punkt. Das unterstreicht, was ich sagen möchte. Wir haben ja vorher von den Säulen geredet und ich kann innerhalb dieser Säulen oder dieser Abschnitte mehrere Aspekte verwenden. Und wie du auch sagst, Sam, wie du gesagt hast, ist sich zu überlegen, wie kann ich die Leute in der Situation abholen? Witz. Und ich habe das mal aufgeteilt zwischen inhaltliche Stilmittel und rhetorische Mittel. Ein inhaltliches Stilmittel kann eben sein, ein Bild, wie wir es gerade gesehen haben, kann eine Geschichte sein, kann ein Zitat sein, eine Frage, ein Video. Das sind so, wo du Inhalt mit übermitteln möchtest, wo du Metaphern machst, wo du Metaphern baust. Und das andere sind rhetorische Mittel. Das kann auch ein Spiel mit der Stimme sein. Ich hätte mal ganz laut, dann sind wir alle da. Oder ganz leise und ein paar Spannung. Fragen sich, was kommt als nächster? Ich kann damit Dramatik aufbauen. Und ein Mittel, das total unterschätzt wird, sind Pausen. Und all das sind so Mittel, die man einsetzen kann im Laufe seines Vortrags, um die Strategie, die man hat oder die man hatte, um die umzusetzen, um die anzubringen. Ich habe es eh geschrieben, um das zum Ausdruck zu bringen, was ich eigentlich sagen möchte. Und ein guter Freund von mir hat mir gesagt, innerhalb eines Vortrags, so wie wir ihn jetzt halten, mach 20% Inhalt und 80% erzähle. Und da können diese Stilmittel euch helfen. Und ich habe jetzt noch einen letzten Punkt für euch, nämlich weniger ist mehr, nicht unzählige Beispiele, die alle auseinandergehen, sondern ein paar, die sich dann halt einfach durch diesen Vortrag durchziehen. Bei meinem Vortrag habe ich mir schon gedacht, vielleicht übertreibe ich schon mit den Beispielen.
Also man kann doch zu viel machen, oder ihr könnt es doch zu viel machen und 1000 Bilder zeichnen und dann verliert sich es irgendwann. Ich glaube, ihr müsst eine gute Balance finden, eine gute Basis. Auf der anderen Seite könnt ihr mit unterschiedlichen Bildern auch die Leute unterschiedlich abholen. Zum Beispiel der Konrad ist wahrscheinlich mein Bergsteigen voll dabei. Die Lisa kann ich mir vorstellen, vielleicht ein bisschen mehr mit dem Essen, nachdem die Diätologin ist. Und so kannst du die Leute auf unterschiedliche Art und Weisen abholen. Und ich glaube, es macht schon mit sich selber auch was, wenn man weiß, boah, jetzt ist eigentlich zum Beispiel die Zeit schon voll fortgeschritten und man hat noch voll viel Inhalt zu bringen und das am Anfang war quasi nur so weniger wichtige Informationen und es kommt das Wichtigste nur und man ist selber innerlich schon voll gestresst und will das einfach durchbringen. Also ich glaube, das ist so gut, wenn man sich immer eher zu, also weniger vornimmt und quasi 10 Minuten oder 5 Minuten halt Spare Time eingeplant hat, weil ja, besser, die Leute haben nachher genug zum Fragen. Und wenn man früher fertig ist, ist es dann alle auch happy. Also. So. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist, da muss man echt, den dürft ihr euch sehr, sehr fett anstreichen. Oft ist die Gefahr bei solchen Vorträgen, einen Inhalt zu überborden. Und dann weiß gar nicht mehr, was eigentlich gesagt worden ist. Ich möchte jetzt nochmal mit euch gemeinsam brainstormen. Warum ist dieses Zusammenspiel aus der Taktik und der Strategie so wichtig? Warum braucht es beides? Warum kann ich nicht nur eine nette Geschichte nach der anderen erzählen? Oder warum kann ich mir nicht einfach nur überlegen, was ich sagen möchte und sage das halt mal geschwind? Naja, es ist obvious, wenn ich eine gute Kernaussage habe, theoretisch, aber es mir nicht überlegt, wie ich meine Argumente rüberbringe, dann geht das voll verloren. Und wenn ich die ganze Zeit Witze reiße, aber im Endeffekt nichts dahinter ist, dann sind die Leute zwar gut unterhalten, aber sie denken sich nach dem Abend, sehr gut, mitgenommen habe ich jetzt eigentlich nichts. Und der Mensch ist ja eigentlich von dem, wie er Informationen verarbeitet und aufnehmen kann, ja nicht nur visuell angelegt, sondern auch quasi, also nicht nur auditiv, sondern auch visuell, oder? Also es ist einfach in der Natur des Menschen, dass man nicht nur über einen Kanal lernt. Und ich glaube, wir brauchen Abwechslung im Vortrag. Also wenn der Vortrag nur durchgehend Informationen beinhaltet, die ich abspeichern muss und keine Geschichten oder so, wo ich einfach mal entspannen kann oder Pausen vielleicht oder so, dann ist das ja auch sehr anstrengend, wenn der dann eine halbe Stunde oder Stunde geht. Mhm. Benedikt, hast du noch was zum hinzufügen? Na, einfach nur, glaube ich, dass es wichtig ist, weil wenn es viel ist, merkt man sich zum Beispiel viele Sachen nicht. Ein Beispiel dazu jetzt, wir haben jetzt, ich weiß nicht, kennt den Pater Georg aus Heiligenkreuz, und da haben wir immer Bibelrunde, 1,5 Stunden, und da ist so viel Input, dass wenn mich meine Schwester fragt, um was gegangen ist, ich keine Ahnung habe, weil einfach so viel da war. Und ja, deshalb gibt es weniges mehr. Das ist auch manchmal bei einer Predigt so, also ganz oft bauen die da viele Sachen ein und im Endeffekt nimmst du ja nichts, weil du irgendwann aussteigst und keinen Bock mehr hast. Ja, oder man geht dann raus aus dem Vortrag zum Beispiel und fühlt sich so erschlagen, dass man gar nicht mehr, also weil wenn das ein Kongress ist zum Beispiel und da kommen nacheinander die Vorträge, dann denkt man sich nachher dann irgendwann so, ich kann jetzt nicht mehr aufpassen, ich muss die nächste Session auslassen, weil mein Hirn so im Eimer ist quasi, wenn die das so überstrapazieren. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es ist das Wechselspiel aus Taktik und Strategie, den Vortrag zur Vollendung bringt. Weil wenn jemand keine oder wenn ihr keine Strategie habt, dann ist es so ein bisschen wie, spülen wir unser Spül. Es ist viel heiße Luft, es ist viel Gerede, aber das sind dann so Vorträge. Also er macht das inhaltlich rhetorisch total gut, aber das sind dann so Vorträge, wo ich mir denke, okay, voll cool.
Aber was hat er jetzt eigentlich gesagt? Also was war eigentlich der wirkliche Inhalt? Was wollte die Person rüberbringen innerhalb dieses Vortrags? Wie kann man sich zu fragen, wie kann man so viel reden, ohne etwas zu sagen? Was passiert, wenn man keine Strategie, keinen roten Faden drin hat? Und gute Redner, die können sich halt retten damit, wenn sie keine Strategie haben. Die bauen dann halt schöne Geschichten und erzählen ja das Blaue vom Himmel, aber eigentlich denkst du dann am Ende, okay, was wollte er eigentlich sagen? Ja, das sind die klassischen Werbe-Hainis, oder? Die da irgendwas voll Unnötiges einreden wollen und verkaufen, weil die so viel reden können, dass du es irgendwann schon glaubst. Da gibt's 10.000 Euro im Internet gemacht, in einem Monat. Mit Staubsauger. Da gibt es auch ein ganz cooles Video, einen TED-Talk. Ihr kennt wahrscheinlich eh die TED-Talks. Und da redet einer drüber, wie man einen TED-Talk brilliert. Und er redet eigentlich 5 Minuten über nichts. Also einfach nur, er füllt einfach nur 5 Minuten darüber, wie du deinen TED-Talk irgendwie füllen kannst. Und macht das total witzig. Das ist ja echt ein TED-Talk, den ich euch empfehlen kann, weil es immer total amüsant ist. Da merkst du immer genau, der ist rhetorisch total gut und bringt aber keinen Inhalt drüber, effektiv. Wie heißt denn der? Ich glaube, How to Fill a TED-Talk, irgendwie sowas. Okay. Du findest ihn recht leicht. Das ist ein recht populärer TED-Talk mit mehreren Millionen Aufrufen. Okay. Auf der anderen Seite, wenn jemand keine Taktik hat oder keine rhetorischen Mittel, kann es einfach sein, dass der Vortrag fad ist. Dann bin ich einfach zu Tode langweilt. Vielleicht ist es innerlich voll gut, aber kommt gar nicht rüber, weil einfach du der Person gar nicht zuhören kannst. Und dann denke ich mir auch, voll schade. Der hat so eine gute Message, aber kommt halt nicht an. Und ich möchte zum Ende noch ein positives Beispiel herausheben, nämlich der Johannes Hartl. Der ist so cool. Der ist für mich ein Musterbeispiel, was dieses Zusammenspiel aus Taktik und Strategie betrifft. Und wo man es vor allem gut sieht, dass er das total genial macht, ist, wenn ihr euch mal seine Flipcharts am Ende von einem Vortrag anschaut. Schaut sich mal bewusst einer seiner Flipcharts am Ende seines Vortrags an. Und da steht dort das perfekt gezeichnete Bild, mit dem, was er sagen wollte. Und es findet sich bei jedem Abschnitt oder jedem Bild, findet sich der rote Faden und es macht dann ein großes Ganze. So, jetzt seid ihr dran. Nämlich, wir wollen jetzt das jetzt umsetzen. Ihr dürft das jetzt umsetzen, diese Strategie und die Taktik. Nämlich, ihr nehmt euch ein Thema, das ihr wollt. Ich kann euch gerne zuspielen, aber ich glaube, in dem Fall ist es fast leichter, wenn ihr euch selber ein Thema eurer Wahl nehmt. Und dann bleiben wir mal einen Aufriss zu machen, so eine kurze Strategie, also Strategie über diesen ganzen Vortrag. Und dann einen kleinen Punkt herausnehmen, einen kleinen Abschluss. Und muss nicht mal eine ganze Säule sein, nicht mal eine ganze Etappe. Es kann eine Geschichte, eine Metapher, eine Reihe von Fakten, Bilder, Video, was auch immer sein. Das soll circa 3 Minuten dauern und das dann vorstellen. Also zuerst stellt ihr eure Strategie vor und dann nehmt ihr einen kleinen Abschnitt daraus heraus, nehmt ihr einen Abschnitt heraus und präsentiert das. Klar soweit? Ja. Es ist ganz egal, welches Thema. Genau, ganz egal. Das ist euch überlassen. Okay. Also ich will mal zuerst die Strategie erzählen, was ich für eine Strategie gewählt habe. Und genau, dein Thema und dann sagst du, wie hättest du dieses Thema aufgebaut? Was wären quasi deine Säulen gewesen? Wie hättest du das unterteilt? Was wäre dein Anfang, Ende und dein Hauptteil gewesen? Was wären deine 3 Punkte gewesen? Also wie hättest du den Vortrag aufbereitet? Aber muss ich dann auch den Vortrag halten, mehr oder weniger, oder nur wie ich es gemacht hätte? Wie du es gemacht hättest, und dann hältst du einen kleinen Teil, einen kleinen Abschnitt aus diesem Vortrag, der circa 3 Minuten dauern soll. Okay. Gut, aber dann Sam, fang gleich du mal an. Damit du kannst ein Glas Wasser holen, mach das noch ganz gut.
Und dann stoppe ich jetzt mal die Bildschirmfreigabe. Ja, geht. Ist eingemacht. Ich habe das Thema genommen, oder ich habe mich in die, ich habe die Situation genommen, dass ich ich ein Trainer bin, ein Trainer von einem Sportteam, jetzt sagen wir mal von meinem Sportteam, wo ich war, der einen Elternabend hat mit eben Eltern von Jugendlichen, die gerade aus der Unterstufe kommen und in die Oberstufe wechseln und überlegen, ihr Kind eben in die Akademie, in die Leistungssportakademie zu schicken, wo ich war. Das Thema ist Leistungssport für Jugendliche, Vor- und Nachteile. Und genau, die Eltern haben das Hauptding ist, die Eltern haben schon ein bisschen was darüber gehört, aber natürlich nicht viel. Wenn man nicht so viel damit beschäftigt ist, kennt man sich nicht so aus. Und mein Hauptding wird sein, ob das quasi ein Risiko ist mit, man kann sich verletzen, man kann dann im Endeffekt kann doch nichts rausspringen, außer dass man halt die Schule fertig gemacht hat. Genau, ich habe aufgebaut den, so wie es jetzt gerade für mich ist, dann von früher meine Zeit während der Schule und was im Prinzip jetzt das Resümee ist, was ich jetzt darüber denke. Also diesen Sprung zurück. Bei der Einleitung oder bei diesem, am Anfang würde ich eben über meine Karriere erzählen, den zeitlichen Verlauf, so ein bisschen, wie sich alles entwickelt hat. Ganz kurz dazu ein Bild von mir im Nationalteam-Dress, weil ich denke, dass das erstens einmal ist das nicht normal und für die Leute irgendwie etwas Besonderes. Und für die, die das nicht so besonders ist, wird das dann vielleicht ein bisschen arrogant rüberkommen und so in diesem Sinne her ein bisschen die, also sie würden auf jeden Fall, die Aufmerksamkeit wäre da. Und genau, irgendwann würde ich dann auch einen Fakt raushauen, dass, also wie gesagt, also ganz kurz gehalten, auch von meiner Zeit beim Herrensport danach erzählen, dass dann eben nur von den Leuten, die eben dort sind, nur 1-2% dann wirklich aussagen können. Genau, während dem Hauptteil erzähle ich dann, also während dem Throwback von den Emotionen, von der täglichen Disziplin, vom ständig müde sein, gepaart mit Schule, Leistungsdruck, genau, dann haue ich zwischendurch Bilder von mir und dem Team beim Feiern, beim Anfeuern rein, genau, zeige aber auch Verletzungen, wo ich dann von Beispielen erzähle, keine Ahnung, also ich könnte zum Beispiel ein gutes Beispiel von meinem gutes Real-Life-Beispiel von meinem Bruder erzählen. Dann würde ich, habe ich mir überlegt, so Bilder von jungen Sportlern, Jugendlichen, die verletzt sind, keine Ahnung, zum Beispiel gerade im Krankenbett oder so, nach einer OP. Und das dann zu einem großen Bild zusammenschneiden, damit man so ein bisschen ein Bild davon bekommt. Dass das gar nicht, das ist nicht einfach so, dass man das einfach so macht und ja, genau. Und am Ende dann ein Resümee und genau, was das aus mir gemacht hat, was es mir gebracht hat und genau zusammenfassen. Und ich würde das Resümee vortragen. Und noch, genau. Bei dem ganzen Vortrag geht es natürlich auch darum, dass man ernst. Also, dass man da nichts schön redet, weil Leistungssport halt nichts ist, was man schön reden kann. Das hat auch viele Seiten. Und das ist wirklich ein ehrliches und ernstes Gespräch, damit ich quasi authentisch rüberkomme. Weil ich ja auch nicht einfach nur um die Spieler geiern möchte, sondern dass die, genau, weil das einfach eine wichtige Entscheidung ist und genau, weil ich das selber durchgemacht habe. Okay. Ja, und jetzt komme ich langsam zum Ende. Man kann sich jetzt die Frage stellen, war es richtig, die Schule zu machen? War es falsch? Wenn ich mir überlege, wenn ich eine HTL gemacht hätte, dann hätte ich jetzt schon eine Berufsmöglichkeit. Ich könnte jetzt schon Geld verdienen. Oder ihr Kind könnte nach der Schule schon Geld verdienen.
Was man dabei aber nicht vergessen darf, die Charakterveränderung, die das Kind während der Schule durchmacht, die Disziplin, jeden Tag aufzustehen, dieses an einem Ziel arbeiten, an einem großen Ziel, wo man die ganze Zeit rein investiert, ja? Wo man wirklich Energie investiert, damit man nachher, um ans Ziel zu kommen, damit man nachher einen größeren Output hat. Was dabei wichtig ist, für Sie als Eltern dahinter zu stehen und nicht zu viel Druck zu geben. Aber fördern, je nachdem, wie weit es geht bei Ihnen. Ja. Das Kind wird schon seinen Weg finden, ob nach einer Profikarriere oder ein Berufsleben, ob es nachher die Profikarriere oder das Berufsleben ist. Das Wichtige ist, das Kind hat gelernt zu arbeiten. Es hat gelernt, Zeit und Energie zu investieren, jetzt Input zu geben, jetzt Gas zu geben, damit ich nachher dann, damit dann nachher mehr für mich rausspringt. Das ist ein Investieren ohne sofortige Belohnung, ein Investieren, um nachher die Früchte zu ernten. Und ich denke, das ist die beste Erfahrung, die man machen kann. Das ist, denke ich, eine der wichtigsten Charaktereigenschaften, die ein Kind haben kann. Deswegen denke ich, dass das eine der besten Ausbildungen ist, die ein Kind machen kann. Danke. Ja, machen wir ein Feedback von der Gruppe. Ja. Ein Sam dazu. Sam, fang gleich du zuerst an, wie es dir gegangen beim Vorbereiten. Vorbereiten, Thema ziemlich schnell, weil ich keinen Bock gehabt habe, wieder irgendetwas zu recherchieren. Deswegen habe ich etwas genommen, wo ich mich auskenne, wo ich schnell aus dem Kopf brainstormen kann im Prinzip. Am Anfang wollte ich eigentlich nur über mich selber reden und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich das quasi als in meiner Rolle als Trainer machen kann. Deswegen habe ich mich dann ein paar Mal ausgebessert, weil ich das falsch aufgeschrieben habe oder anders aufgeschrieben habe, vom Kontext her. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Vorbereitung hätte ich auch, ich habe dann ein paar Mal ein Wortwiederholungen gehabt oder so. Oder hätte dann vielleicht noch andere Formulierungen gefunden beim Resümee, dass das eindrucksvoll ist. Genau, aber ich habe mich bemüht, Pausen einzubauen, manchmal meine Stimme ein bisschen zu heben. Genau. Und dann, gerade am Ende, habe ich dann probiert, ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist, ich habe da nicht mehr so drauf geachtet. Aber ich habe es mir halt markiert im Text, den ich in diesen Notizen nicht geschrieben habe, habe ich mir so Stellen markiert, wo ich Pause machen möchte und wo ich so ein bisschen bedachter reden möchte. Und das hätte gerade am Ende sein, sage ich nicht, ob das jetzt so rübergekommen ist, aber genau. Wer möchte ich selber noch Feedback geben? Gutes Feedback von mir. Ich fand den Vortrag eigentlich gut, auch deine Einteilung. Was mir speziell gefallen hat, war, dass du diesen Fakt gebracht hast, wie viel das man verdienen kann, quasi nachdem man mit der Schule fertig ist, oder? Na, das war, wie viel von den Leuten aussagen können. Mhm. Beim Heeresspann, da muss man überlegen, das ist eigentlich ein wirklich gestörter Fakt. Beim Heeresport, das sind die besten Sportler des Jahrgangs in ganz Österreich. Also du siehst, im Basketball waren zum Beispiel in dem Jahrgang 5 Basketballer. Und von denen, von ganz Österreich und von den Leuten, die dort sind, das sind schon die besten Sportler Österreichs, schaffen es 1 oder 2% auszusorgen mit ihrem Sport. Ach so. Weil es eben so schwierig ist dann oben an der Spitze. Genau. Mhm. Und weil eben viel zusammenspielt, Verletzungen eben und so weiter. Das sind alles Punkte, die ich dann im Hauptteil gebracht hätte. Genau. Mhm. Aber ich denke, gerade so Fakten sind auch am Schluss wichtig, oder? Dass man das auch mitnimmt quasi. Ich habe mir gedacht, am Ende so ein bisschen, ich wollte am Ende so ein bisschen sinnvoll reden, also quasi so mit Vernunft reden. Weil im Endeffekt,
Die Ausbildung kann super sein fürs Kind und ich denke, wenn man da wirklich dahinter ist und es versucht, kann das Kind wirklich was davon lernen. Aber wenn das Kind nicht talentiert ist, wird es nicht Profi werden. Es ist wurscht und ich denke, dass es am Ende um die Entscheidung geht. Oder also das ist ja eigentlich ein Fakt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihr Kind Profisportler wird. Das ist, weiß nicht, ob man das Ganze am Ende einbauen sollte, weil das dann eher dagegen spricht, wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt mein Kind auf die Schule schicken, damit es Profisportler wird. Sondern am Ende wirklich so an die Vernunft appellieren und nochmal authentisch und ehrlich auch zu sagen, okay, es ist nicht einfach so easy, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass man nicht Profisportler wird, aber das, was man mitnehmen kann, ist extrem wichtig und egal, ob da jetzt eine Profikarriere rauskommt oder einen normalen Beruf mache, der Charakter hat sich geformt. Also von meiner Seite noch Feedback, dann gehen wir zur nächsten Person. Aufbau fand ich sehr gut, dass du mit einer persönlichen Geschichte begonnen hättest und auch ein Bild von dir hergezeigt hast. Du musst aufpassen, wenn du so viel von dir erzählst und nicht so viel in den Himmel lobst, dann kann es sein, dass man schnell mal arrogant rüberkommt. Aber in dem Fall, wenn du als Trainer sprichst, dann musst du irgendwie deine Kompetenz hernehmen und deine Legitimation. Warum ist das, was du sagst, hat irgendwie einen Wert? Ich meine, warum stellt sich dort kein Sascha Unger hin und erzählt dir von Basketball? Ja, weil ich keine Ahnung davon habe, sondern du hast ja die Ahnung. Und es ist gut, dass du das gleich am Anfang klar machst, weil du den Leuten einfach damit zu verstehen gibst, es ist sinnvoll, dass die dir zuhören. Mhm. Wichtig, glaube ich, beim Hauptteil ist dann vor allem, dass du das gut aufteilst. Also, dass du beide Sachen balancierst. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, weil du willst ja auch die Leute begeistern von deinem Sport. Ja. Und, aber dass es da nicht irgendwie ein Chaos ist, dass du, und da ist wirklich wichtig, dass du dir klar eine Struktur machst, wann bringst du welches Argument. Ist das so, keine Ahnung, bei zum Beispiel Ping-Pong-Prinzip, dass ich immer etwas sage, okay, was weiß ich, man trainiert seinen Körper, man könnte sich aber auch verletzen. So immer hin und her, oder wie würdest du das machen? Das ist ein Für und ein Wider, aber ich glaube, ich würde zuerst einmal die negativen Seiten aufzeigen und dann die positiven Seiten. Okay. Das, was am Ende gesagt wird, bleibt immer mehr im Kopf. Und du willst ja auch, du willst ja eigentlich Werbung machen für deinen Sport. Du willst ja, dass die Leute... Ja. Du willst zwar ehrlich sein, das ohne Frage, aber schlussendlich sprichst du ja als Trainer und möchtest Schüler haben oder möchtest... Ja, das ist eben, was ich nicht machen möchte. Also das ist, bei mir geht es ja schon um, so habe ich es mir vorgestellt und was ich auch jetzt sinnvoll finden würde, weil wir haben, wie ich in die Schule gekommen bin, haben wir nicht so einen Vortrag gehabt. Ja. Alles ist so super und geil. Nachher kommt man drauf, okay, so geil ist es gar nicht und von den ganzen blöden Sachen haben sie uns gar nichts erzählt. Nein, also da bin ich voll bei dir. Ich habe trotzdem... In deiner Rolle als Trainer musst du tendenziell eher positiv reden, weil sonst wird sie denken, okay, wenn du selber nicht dafür brennst, dann wirst du niemanden entzünden. Also ich glaube, ich würde zuerst jetzt mal es gibt immer ein Für und Wider, ich würde zuerst die negativen Seiten aufzeigen und dann die positiven. Mhm. Und dann, glaube ich, hilft es auch bei solchen Sachen einfach immer ein Q&A zu machen mit den Eltern, mit den Schülern. Ja. Um da einfach alle Ängste oder alle Sorgen oder meine ich. Ja, stimmt, das wäre gut, ja. Da sind es anzusprechen und abzuholen. Das stimmt, ja. Das ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Gut. Ja. Und sonst vom Vortag? Das fand ich cool. Ich glaube, du musst am Ende gar nicht nochmal alles, was du gesagt hast, wiederholen, sonst ist es eh viel zu viel. Ja, das Geschissene ist, ich habe das vorgegriffen eigentlich. Das wollte ich eigentlich erst am Ende sagen. Wie mache ich das, wenn ich draufkomme? Okay, das passt gerade so zum Redefluss dazu. Jetzt habe ich schon etwas vorgegriffen. Einfach überspringen, oder was? Dann überspringen Sie. Ich habe es auch einmal gemacht, dass ich immer einen Punkt übersprungen habe, beziehungsweise bin ich später nochmal dazugekommen, weil mir das aufgefallen ist. Aber du kannst ja nochmal dann drauf zurückkommen. Hm. Einfach sich nicht anmerken lassen. Okay. Gut.
Gut, wer möchte das Nächste? Passt, Lisa, dann hau rein. Wie gern das, dass ich ein Bild einfüge? Du kannst dir unten aus dem Bildschirm freigeben. Ja. Genau, da einfach draufdrücken. Wie? Warte, ich will das Bildschirm. Und dann suchst du aus, welchen Bildschirm, dann musst du mal auf Desktop 1 klicken und dann solltest du deinen Bildschirm freigeben können. Ah ja, warte, dann muss ich aber zuerst mal das... Sarah, das habe ich noch nie gemacht, darum war das aber nicht schlecht. So. Okay. So, macht euch bereit. Also. Sehr gut, funktioniert. Yes. Also mein Thema sind Hochbeete. Und ich habe mir gedacht, ich rede quasi über Hochbeete auf so einer Haus- und Gartenbaumesse. Und die Zielgruppe sind halt Familien, die überlegen, ob sie sich quasi ein Hochbeet anschaffen sollen oder nicht. Und ich habe mir gedacht, weil meistens sind da eh dann irgendwie so im Hintergrund irgendwelche Beamer und also quasi Leinwände, wo man was projizieren kann. Und ich finde halt, wenn sie da so Familien einfinden und interessiert sind, ja, haben wir gedacht, das ist halt irgendwie nach einem Firmenlogo oder halt nach einem Standbildschirm ganz netter Gag halt am Anfang, irgendwie so ein bisschen so Aufhänger. Und ja, also ich würde es halt so aufbauen, eben, dass nach diesem Bild dann halt Gründe, Vorteile von am Hochbeet halt irgendwie mal genannt werden, weil es ist ja das Wichtigste, dass man eigentlich suggeriert kriegt, also das ist was ich unbedingt brauche. Weil, also und da würde ich halt auch mit den Emotionen irgendwie ein bisschen spielen, dass man sagt, ja, es ist halt aus vielerlei Hinsicht gut, mit, sei es jetzt gesundheitlich oder jetzt bezogen auf das Bild von vorhin, dass es halt für den Ausgleich viel toll ist. Ja, also dass das halt irgendwie so ein Must-Have ist in Zeiten, wo man ja gut auf sich schauen will. Und ich würde dann kurz erklären, womit man ein Hochbeet fühlt, damit man ein bisschen ein Verständnis hat, was ist da eigentlich drin. Das ist auch der Teil, den ich quasi nachher dann kurz vortragen möchte. Also was ist drin in einem Hochbeet? Und da würde ich halt so den Vergleich heranziehen, dass man sagt, beim Essen hat man Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und so ähnlich kann man sich das halt vorspielen beim Befüllen und Erstellen von einem Hochbeet. Und abschließend würde ich dann, oder halt als vorletzten Punkt, den Preis von einem Hochbeet nennen, also wie da die Range ist, weil das, also schließlich kostet ja was. Und dann zusammenfassen mit, was ist der wichtigste Grund, sich ein Hochbeet anzuschaffen, was ist die wichtigste Voraussetzung, wo kriege ich es und was sind die Kosten. Und quasi abschließend halt dann, ja, eventuell halt nur mit einem Bild, aber halt, dass man quasi am Schluss echt weiß, was sind die Hard Facts, kommt das für mich in Frage, ja oder nein. Mhm. Genau. Das heißt ganz kurz noch, für mein Verständnis, das heißt, du würdest zuerst immer auf dieses Bild eingehen, dann Gründe und Vorteile für ein Hochbeet anpreisen quasi, dann wie man ein Hochbeet aufbaut und dann nochmal Hard Facts oder dann nochmal Gründe, das habe ich nicht ganz bald gemeint. Nein, quasi noch ein Hochbeet quasi, wie das gefühlt ist, kurz den Preis, also gar nicht so sehr, weil es sollte nicht im Vordergrund kommen, sondern nur, ja, die Range ist von bis, je nachdem, was man haben möchte und am Schluss halt dann quasi den wichtigsten Grund, also quasi den wichtigsten Vorteil und
was habe ich da aufgeschrieben? Den wichtigsten Grund für ein Hochbeet, was ist die wichtigste Voraussetzung, welchen Mehrwert bietet es mir, also quasi im Sinne von, ja, man hat ein eigenes Gemüse und was sind die Kosten, dass man mir ganz, also auf einer Folie halt zum Beispiel hat dann, ja. Und ja, Ende. Und am Schluss halt vielleicht nur mehr so ein Bild oder halt so, also so ein nettes, ja, vielleicht davon, oder von einem Hochbeet, das haben wir dann eigentlich nicht überlegt, was das letzte Bild ist, aber ja, genau. Okay, dann hau mal raus. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, als nächstes möchte ich Ihnen kurz einen Einblick geben, wie unsere Hochbeete gefüllt sind. Und um es ganz einfach zu erklären, können Sie sich das vorstellen wie bei einem Drei-Gänge-Menü mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Ja, man muss gewisse Schritte einfach durchgehen, um einfach um gut zu überlegen, ob ein Hochbeet in Frage kommt. Wenn wir jetzt bei der Vorspeise sind, das können Sie sich so vorstellen, Sie müssen natürlich zuerst, also als erstes gut überlegen, haben Sie die räumlichen Gegebenheiten, haben Sie in Ihrem Garten genug Platz, wie sind die Lichtverhältnisse und auch natürlich, wie groß soll Ihr Hochbeet sein, dass es Ihrer Nutzung entspricht, dass es groß genug ist für das Gemüse, das Sie anbauen wollen, also mal quasi im Garten gedanklich durchgehen oder auch ja, vor Ort durchgehen, wo könnte das hinpassen. Und wenn man das Hochbeet dann dorthin stellen würde, hätte man für die restlichen Aktivitäten dann im Garten noch genug Platz. Wenn wir dann zur Hauptspeise kommen, das ist sozusagen das Eingemachte vom Hochbeet, das umfasst mehrere Schichten, so nennen wir das. Die unterste Schicht ist ein Mausgitter, damit kein Schädlingsbefall zustande kommt. Dann kommen Baumschnitt, Strauchschnitt, ca. 25 cm hoch. Als nächstes sind ausgestochene Rasenziegel dran, um einfach ein bisschen eine kompaktere Schicht zu machen. Und abschließend, was im Garten üblicherweise sehr häufig anfällt, Kompost, Laub und der Rasenschnitt. Das ist ein bisschen eine größere Schicht von 20 cm. Und als letzte Schicht ist es dann so, dass man eine gute Gartenerde verwendet. Die bekommen Sie in jedem guten Baumarkt, können Sie sich austoben, noch einmal 25 bis 30 cm. Ja? Und wenn man dann quasi das Hochbeet am richtigen Standort und gut gefüllt hat, dann kommen wir schon zur Nachspeise. Das heißt, Sie überlegen sich, welche Pflanzen setze ich als erstes auf mein Hochbeet. Das ist nicht irgendeine Pflanze, sondern das sind nicht irgendwelche Pflanzen, sondern da müssen Sie besonders stark zehrende Pflanzen nehmen, die sich als Erstsetzlinge eignen. Dazu können Sie von uns natürlich auch passend zu Ihrem Hochbeet auch ein Buch erwerben, dass Sie einfach dann unterstützt, welche Pflanzen Sie in der richtigen Reihenfolge setzen können. Ja. Ich habe jetzt gar nicht oft durchgeschaut, aber ja, das war so meine Reihenfolge. Du bist eine Geschäftsdame, ein Wahnsinn. Oh, richtig gut. Ich habe die ganze Zeit grinsen müssen wegen Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Der Vergleich ist einfach Wahnsinn. Hey, ich habe so einen Spaß gehabt bei dem Vorbereiten. Ich kann sich das gar nicht vorstellen. Ja. Elisa, wie ist es dir gegangen? Es hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste, gell? Das ist wichtig, ja, da weiß ich mal eigentlich. Ich habe das Gitter nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Für was braucht man das? Ein Mäusegitter war das. Damit keine in deinem Kompost, dass ich keine Mäuse einnisten, weil eigentlich ist ja Kompost ein perfektes Mäuse. Ah, okay. Ein perfektes Mäuse. Ah, okay. Okay, wer würde gerne Lisa Feedback geben, zuerst einmal?
Also ich habe sofort ja cool gefunden. Was mich nicht gestört hat, aber ein bisschen irritiert, dass du eben die Höflichkeitsperson genommen hast. Was aber eh passt eigentlich zu dem Vortrag, und das war für mich irgendwie so ein bisschen suspekt. Aber es hat ja eigentlich eh passt. Mhm. Und es war kurz nackt. Warte, jetzt wurde die akustisch und verstanden. Es war eigentlich kurz und knackig und informativ. Man kann jetzt ein Hochbett bauen. Und falls man es nicht kann, hast du trotzdem so Möglichkeiten gegeben, wie man eben sich dann noch Infos holt. Genau, ja. Okay. Und ich fand, ich habe mir zwischendurch gedacht, also sehr detailliert und sehr genau. Dann habe ich mir aber überlegt, die Leute, die sich so einen Vortrag anhören, die kennen sich da, also die sind da eh voll begeistert dafür. Also ich glaube, das war auch, hat auch ganz gut passt. Dass man da jetzt so wirklich so das detailliert macht und genau so genau auf das Thema eingeht. Ja, ich meine, ich dachte so, ja, das ist eigentlich egal, wenn sie die Schichten vom Hochbett vergessen, weil sie sollen motiviert sein, dass sie ein Hochbett brauchen und den Preis vom Schluss, wenn sie sie merken, ist eigentlich, oder? Das war so meine Überlegung. Ich weiß, Sascha, wie ist das? Ich bin nicht sicher, ob man den Preis überhaupt erwähnen sollte. Oh ja, das schon. Also ich glaube, wenn du ein fairer Verkäufer bist und ich bin der Meinung, Fairness zahlt sich immer aus, dann bist du immer auch bei solchen Sachen ehrlich. Ja, aber auf Nachfrage natürlich, aber... Ich würde das auch so erwähnen, ich meine, das ist auch ein spannender Aspekt. Also gibt es ja nichts zum... Ich denke mal, wenn du selbstbewusst bist und überzeugt bist von deinem Produkt, dann brauchst du auch deinen Preis nicht verstecken. Ja, aber andererseits, wenn das Produkt wirklich so super ist, dann sollte der Preis eh keine Rolle spielen. Und wenn ich jetzt ein super geiles Produkt habe, aber es klingt von der Zahl her viel, ist aber verhältnismäßig, preis-leistungsverhältnismäßig eigentlich ziemlich, also noch immer sehr gut, dann könnte der Preis die Kunden ja trotzdem abschrecken. Ja, oder? Und das verfehlt dann so ein bisschen das Ziel, weil wenn, also es ist gerade oft, ich weiß nicht, das ist so eine Messe, da bleibt man mal so kurz stehen beim Stand und hört sich so ein Ding an, oder wie, habe ich das richtig verstanden? Ja, so genau. Messe. Da gehe ich auch schnell dann wieder weiter, also wenn ich mir dann denke, ja, puh. Ja, aber der Preis kommt eh am Schluss erst. Ja. Ja. Also ich glaube schon noch, dass es immer fair ist, den Preis zu sagen, und okay, es da nicht so Verstecken gibt. Und es ist eine Geschmackssache natürlich, aber ich bin da eher so der Meinung, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Und die Leute wollen, müssen den Preis sowieso wissen, wenn sie es kaufen wollen. Also von dem her gibt es da in dem Sinne nichts zu verstecken. Mhm. Sascha, hättest du dann eher, also weil ich finde, das ist schon ein guter Punkt, weil wenn das so irgendwie also so Messen sind, so ein Punkt, wo man sagt, es könnten eigentlich beide Formen gehen, so Höflichkeitsform und Du-Form. Aber was würdest du dann eher nehmen? Kommt echt auf das Publikum drauf an. Also ich weiß nicht, wie die Gartler alle untereinander sind. Sind das alles so etipetete Leute? Dann musst du das weiß ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, zu so einer Gartenmesse wird eher ein bisschen ein älteres Publikum gehen. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt gerade drei Leute vor dir vor da stehen, die in der Altersklasse von uns sind, dann wirst du dich zwingen auf sie um. Aber in der Regel ist immer das sie besser, weil du damit weniger aneckst und den Leuten irgendwie das Gefühl gibst, von respektiert zu werden. Ich bin jetzt immer der Fan von einem Du, aber da kann man auch mal reinfahren. Vor allem, wenn man Sachen verkaufen möchte oder so. Dann die Leute fühlen sich persönlich angesprochen, nicht mit dem Du. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, bei solchen Sachen ist es eine Frage, wenn zum Beispiel sie auf sich zukommen und sie sprechen nicht auf Du an, dann würde ich sofort auf Du mit ihnen reden. Ja. Da ist quasi der Kunde der die Richtung vorgibt. Es ist bei uns in der Beratung genau dasselbe. Wir sind am Projekt jetzt mit dem Kunden alle per Du, weil sie halt das auch so wollen. Aber prinzipiell bist du erstmal mit den Leuten per Sie. Weil vor allem in Österreich ist es ja noch immer sehr alles auf Höflichkeit und ja, aber niemanden anecken. Genau. Also Tendenz mal eher Sie.
Aber wenn es eben eine junge, hippe Gartenmesse ist, wo alles, weiß ich nicht, irgendwelche Öko-Typen sind, dann kannst du locker mit du alle ansprechen. Ja. Vielleicht zum Vater ganz sich. Ich fand den Aufbau voll gut. Also, dass du sagst, okay, bringst du das Ding mit einem Bild und dann dieses die Gründe und die Vorteile, also dieses Why. Da gibt es ja das Buch von Simon Sinek, das heißt Start with Why. Gibt den Leuten einen Grund, warum sie das Ganze überhaupt machen sollen. Und das gleich am Anfang zu stellen, ist immer vorteilhaft. Ich fand es dann auch gut, dass du von der Theorie in die Praxis umgegangen bist. Also was mache ich jetzt? Wie stelle ich dieses Hochbett auf? Und vielleicht kannst du darauf auch fokussieren, weil du hast gesagt, die Pflanzen, vielleicht kannst du da ein, zwei Beispiele noch bringen. Das sind irgendwie durchziehende Pflanzen. Wenn du da noch irgendein Beispiel bringst, dann hat das gleich was viel Konkreteres. Und alles, was konkret ist, das ist, was die Leute anspricht. Wisst ihr, warum meine Mama hat immer letztens gesagt, sie muss schauen, was Starktier sind. Sie muss schauen, was Starktier sind. Und ich habe einfach das Wort, das ist einfach mein Hirn noch mehr gewesen. Starktier. Ja. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was der Starktier ist. Das war das. Und dann, was du mit den Hardtracks abschließt, das finde ich gut, das ist auch passend für so eine Messe, weil das ist, was du den Leuten mir mitgeben möchtest. Also, am Anfang fand ich es echt gut. Du hattest ein paar viele M's drin und ein paar viele Füllsätze. Mhm. Aber das ist, glaube ich, der kurzen Vorbereitungszeit geschuldet. Wann sage ich die M's meistens? Kann ich da gar nicht so genau sagen. Wenn du gerade im Gedanken noch irgendwo bist, wie geht's weiter? Und was du dir sparen kannst, das sage ich jetzt aber auch nur, weil ich selber weiß, dass ich das Problem habe. Mhm. Sind so Sachen wie: Ja, mit dem Wissen können wir jetzt das und das machen. Also diese Überbrückungssätze. Mhm. Die kannst du einfach sparen, eine Pause machen, ja, das sitzen lassen und die Leute kommen eh von alleine mit. Gut. Wer möchte als Nächster? Ja. Ja, passt gerade. Okay. Meine ist relativ kurz. Ich werde nicht davon. Also ich möchte über das menschliche Immunsystem in Zeiten der Corona-Krise sprechen. Und man hört dich so schlecht, Konrad. Und zwar, es ist abgebrochen. Ja, schalt vielleicht deine Kamera aus. Dann hat man dich gleich besser. Und Lisa, tut der besser? Bildschirm was? Wieder abdrehen. Ah ja, warte, wie tue ich das weg? Stoppen, oder? Nur stoppen, ja. Danke. Ist es besser? Ja. Okay. Ich möchte über das menschliche Immunsystem in Zeiten der Corona-Krise sprechen. Das war mein erster Einfall. Mhm. Weil ich sehr begeistert davon bin. Und ich habe mir nicht, das Auditorium war, ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich Gymnasium oder vielleicht die Bevölkerung informieren, aber eher in einem universitären Rahmen oder so oder Gymnasiumrahmen oder so. Mhm. Ich habe den Vortrag eingeteilt in Einleitung, Hauptteil, Schluss. Einleitung würde ich kurz den Aufbau des Immunsystems erklären, Bestandteile des Immunsystems und die Aufgaben des Immunsystems. Im Hauptteil hätte ich alle Zellen des Immunsystems erklärt, jede Zelle separat und zu jeder Zelle Fakten und zu jeder Zelle ein kleines, kurzes Video, eine Videoanimation, wie die Zelle funktioniert, was sie macht im Immunsystem und was ihre Aufgaben sind. Und Kontext, das Immunsystem stärken. Wie können wir das Immunsystem stärken? Als Abschluss
zum Mitnehmen quasi für die Menschen. Und der Grund des Vortrags wäre eigentlich, um das Immunsystem so zu präsentieren, um so einen Wow-Effekt bei den Leuten zu sagen, wow, was kann das, was macht unser Immunsystem eigentlich? Und ich habe mir herausgegriffen aus dem Vortrag vom Hauptteil eine Zelle, und zwar die B-Zelle. Und da dazu die Fakten, was die Immunsystem und komme ich zur B-Zelle, und unser Körper ist wirklich ein Wunder. Schätzen Sie mal, wie viele unterschiedliche B-Zellentypen es gibt in unserem Körper. 5. 5? 105. 10 hoch 10 unterschiedliche B-Zellentypen. Unglaublich. Also ich bin immer geflasht, wenn ich die Zahlen sehe. Und wie viele unterschiedliche Antigenrezeptoren pro B-Zelle sind sieben. 120.000 Antigenrezeptoren. Also echt unglaublich, was das Immunsystem bewerkstelligt und was es kann. Und ich würde da eben, genau, das war mein Vortrag. Genau. Und ich würde eben so mit Fakten quasi das präsentieren. Wie ist sie gegangen, Konrad? Beim Vorbereiten? Beim Vorbereiten ganz gut. Ich habe mich schwer getan, das ganze Thema, weil es so riesig ist, einzuteilen. Vor allem in dieser kurzen Zeit und mich auch davor noch darüber zu informieren, in diesen 25 Minuten. Aber eigentlich ja, ganz gut. Das Schwierige war ein bisschen, fand ich, dass das Immunsystem natürlich nicht nur aus diesen Zellen besteht, sondern auch aus einem Drumherum natürlich, vom Körper und so weiter, was ich jetzt nicht im Hauptteil quasi drin hätte, weil das auch zu umfangreich wäre. Und ich habe das Thema am Anfang genannt, die Zellen des menschlichen Immunsystems, aber habe mir dann gedacht, das wäre vielleicht zu wenig für den Vortrag. Genau. Wer möchte Feedback an den Konrad geben? Du hast gesagt, du überlegst, dass es vielleicht in einem Gymnasium ist oder an die Bevölkerung, aber eher so universitär, sagt man das? Ja. So im Universitätsrahmen. Wenn es wirklich Schüler sind, dann wäre so kurz mein erster Eindruck gewesen, dass es mir viel zu detailliert ist. Weil ich habe erstens gar keine Ahnung, was eine B-Zelle ist oder was das andere ist. Und ich kann sagen, ich hätte das vielleicht allgemeiner und dafür umfassender. Aber wenn du jetzt sagst, okay, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt, so wo du jetzt eine Zelle beschrieben hast, dann hätte das schon gepasst. Dann auch mit den Fragen und Interaktiven, das ist auch ganz gut. Vor allem, weil dann man merkt, okay, man denkt sich ungefähr, okay, es wird wahrscheinlich viel sein, und dann sagt man 100, man sagt 1000. Und dann steigert sich das immer mehr und du flashst dich dann mit so einer noch viel größeren Zahl. Ich glaube, das ist dann auch sehr, das fährt noch ziemlich ein. Genau. Ja, wenn ich da dann gleich kann, also der Vortrag war echt cool. Du hast gesagt eben, das mit den Zahlen, dass du uns vorher da raten hast lassen, das habe ich ganz cool gefunden. Da hast du eben gesagt 10 hoch 10. Der Sascha hat sich was vorstellen können. Ich nicht, dass du das keine Ahnung, dass du sagst, ja, irgendwie so vielleicht ein Beispiel nennst, weil ich kann mir da jetzt nicht viel vorstellen, wenn ich Sascha sein Gesicht nicht sehen hätte können. Ja, sonst war es echt gut und das war super, dass du es da raten hast lassen. Also ich habe das so cool gefunden, wie du gesagt hast, ist der Körper nicht ein Wunder? Also das habe ich einfach so cool gefunden, weil das hat genau deine Key-Message einfach voll betont. Das habe ich echt cool gefunden. Bei den Zahlen bin ich beim ersten Mal mitgekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, es sind viel. Aber beim zweiten Mal
quasi auf die Antigenrezeptoren auf den Zellen, die verschieden sind, bin ich dann ausgestiegen. Also und ich glaube, der zweite Part hätte gar nicht sein müssen, also dass du quasi die Antigenanzahl an und nennst. Ich weiß nicht, ob das so relevant und so notwendig war, weil dass es viel von den Zellen gibt, die ja eine sehr relevante Aufgabe haben, glaube ich, das reicht als Information schon. Also, weil dann stört das auch nicht, wenn du einmal 10 hoch irgendwas sagst, weil dann weiß man, ah ja, es sind voll viel und passt. Und dann braucht man nicht mehr weiterdenken. Glaube ich, das, also, weil das ist halt grundsätzlich oft, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man die Zahl einfach nennt, weil, ja, das Gefühl, hohe Zahlen kann man sich ja nicht vorstellen, aber es wirkt irgendwie so clever, wenn man so 10 hoch 10 hat. Ja, voll. Ja, dann vergleicht das, das wäre jetzt echt, ja, stimmt. Das, Aber voll, also auch mit dem Frage-Antwort vorher haben wir auch voll gut gefallen. Ja, ich fand den Aufbau simpel, aber gut. Also Einleitung, Hauptschluss. Ich glaube, du musst aufpassen, dass du nicht so viel reinstopfen möchtest an Inhalten. Ich finde es cool, dass du... Du bist ja... Warte mal, irgendwas ist bei mir. Ich höre dich ganz schlecht. Ich halte vielleicht mein Video wieder ab. Ich auch. Ja, mein Internet ist mir gerade mies geworden. So, drehe mal mein Video ab. Hört es mich jetzt besser? Hört es mich jetzt besser? Nein, immer noch abgehackt. Warte jetzt mal kurz, ich tausche mal schneller mein Internet aus. So, ich glaube, jetzt soll es besser sein. Ja. Ja. Genau, passt. Also ich fand den Aufbau super. Sehr simpel, aber positiv gemeint. Also Einteilung, Hauptteil, Schluss. Die Gefahr ist nur, dass du dann zu detailliert wirst. Wolfgang, hast du gesagt, dass du würdest ein Video bringen über jede Zelle und was die kann. Da musst du halt schauen, was für eine Art von Video es ist. Keine Ahnung, was du dir vorgestellt hast. Und dass deine Key Message ist, das Immunsystem zu stärken. Was eher das Wichtigste ist. Da kannst du davon auch noch das direkt in den Vortrag, also in den Hauptteil mit einbauen. Weil sonst kann es sein, dass es am Ende ein bisschen runtergeht. Voll, ja. Yeah. Du hast doch gemeint, du wolltest über das Immunsystem in Zeiten von Corona reden. Mir ist aber irgendwie das Corona nirgends runtergekommen. Ich hätte kurz am Anfang erwähnt. Oder okay, quasi. Ja. Aber sonst hätte ich Das wäre der Grund gewesen, über das Immunsystem zu reden, oder wie? Gar nicht auf Corona bezogen. Ja, genau. Einfach nur zum das Menschen nicht. Informieren. Einfach nur informieren, quasi Informationen, ja. Über. Ja, ich glaube, dann weißt du halt, im Ende kannst du dann halt nochmal darauf eingehen, ja, deswegen für Corona das. Und genau, man kann ja dann auch allgemein, wenn du über Corona, also quasi da redest, das ganze Thema auch, welche Hygienemaßnahmen oder so man setzen kann. Ich glaube, das hilft dann auch noch. Cool. An sich fand ich sehr gut, auch mit dem, wie du das aufgebaut hast, sehr informativ. Wie auch schon der Bandy gesagt hat, bei 10 auf 10, da hilft es immer, wenn du es konkret machst. Gibt es so, du kannst immer gleich googeln und sagen, meine ich, was noch 10 auf 10 ist oder wie sagen wir, ja, was weiß ich was. Ja, voll, das stimmt, das ist echt, ja, ist echt schwierig, das ja, also, kann das ich mir vorstellen. Stimmt, ja. Okay, gut, dann Benedikt. Sascha, der will dich noch eine Sache kurz fragen, ja. Weil die Frage, also das ist mir gerade noch gekommen. Hast du einen Tipp, wie man M- und Füllsätze reduzieren kann? Pausen. Machst statt M's bewusste Pausen. Das ist das Einzige, wie du es wirklich machen kannst. Okay. Weil das ist so eine Sache, die musst du halt am Beginn oder zwischendurch immer wieder bewusst machen. Und du kannst auch auf deine Notizen aufschreiben. Fett Pause. Danke. Bitte. Okay, also mein Vortrag ist so aufgebaut, dass ich sehr, also ich rede über Elon Musk und man könnte das so sehen, ich bin einfach Schüler und halte vor der Klasse einen Vortrag, weil er mir so gefällt. Und mein Vortrag ist so aufgebaut, dass ich
zuerst von der Vergangenheit, dann eben die Gegenwart, was jetzt hat der Elon Musk macht, und seine Zukunftspläne und ein Zitat bringe ich am Schluss. Also man Kindheit, dann ist sein Weg, wie er zu den Unternehmen ist, sein Unternehmen, die er hat, die er jetzt gerade besitzt. Dann ist eben seine Ziele, was er in Zukunft noch vorhat. Genau. Elon Musk Vater war ein südafrikanischer Maschinenbauingenieur und seine Mutter war ein kanadisches Model, eine Autorin und eine Ernährungsberaterin. Er hat einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. In Elon Musks seiner Kindheit war nicht wirklich einfach. Seine Eltern haben sich scheiden lassen. Und dann hat er bei seinem Vater gelebt und wurde dort in der Schule und auch in seinem Freundeskreis gemobbt. Das ging sogar so weit, dass ihn einmal eine Gruppe Jugendlicher die Stiegen runtergestoßen hat und dass er dann sogar ins Krankenhaus hat müssen, weil sie ihn noch verprügelt haben. Und manche glauben, dass eben diese Erinnerung oder diese Tat an ihm der Grund ist, warum er heute so ehrgeizig ist und der Grund ist, warum er jetzt so viele Unternehmen hat. Also schon mal als Kind war das nicht ganz normal, wie ein normales Kind, sondern war ein eifriger Leser und hat sich schon mit 10 Jahren das Programmieren selbst beigebracht und auch verschiedene Programmiersprachen. Als 12-Jähriger hat er dann ein Entwicklungs- und Videospiel programmiert und hat das dann verkauft. Also er war schon damals sehr geschäftstüchtig. Er ist aber dann nach Kanada ausgewandert, da er in seiner Heimat einen Zivildienst beziehungsweise einen Wehrdienst bei der südafrikanischen Armee hätte machen müssen und das wollte er nicht. Dort hat er dann studiert, hat aber dann sein Studium an der Universität von Pennsylvania abgeschlossen, und zwar in Volkswirtschaft und in Physik. Musk war öfters verheiratet, sogar öfters mit der gleichen Frau, hat Drillinge und Zwillinge und es sind dann auch mehrere Kinder zukommen, aber das wird den Rahmen sprengen, weil eben oft, er hat wirklich gleich dreimal die gleiche Frau geheiratet und dann ist er wieder geschieden. Jetzt zu den Unternehmen. Kennt irgendwie ein Unternehmen von Elon Musk? SpaceX. Genau. PayPal. Genau. Tesla. Genau. Und das sind auch die drei, die ich eben kurz erwähnen will. Ich habe den Typ bis kurz vorher noch nicht einmal gehen. Ja, PayPal, glaube ich, benutzt fast jeder von uns, weil das einfach für mich zum Beispiel die einfachste Art ist, Online-Geschäfte zu machen. Das hat er aber verkauft um 1,5 Milliarden US-Dollar. Und das ist extrem viel. Und ich habe einen Vergleich, wie viel das ist. Dann SpaceX ist ein Unternehmen, das ganz billig ist. Das ist sein Bruder und er. Bruder und das ist er. SpaceX ist eben ein Unternehmen, das Weltraumtransport plant und eben Raketen baut. Und ein großer Meilenstein für die Firma war eben das Wiederlanden von so einer Rakete. Und da habe ich ein kurzes Video. Das sieht man. Started. Your launch are expected to
Genau, das war eben so eine Raketenlandung, die so in dieser Art das erste Mal passiert ist. Er ist ja ein fleißiger Unternehmer und ein sehr geschäftstüchtiger und hat auch, man sagt, dass den Verkauf, er hat den größten Verkauf getätigt, und zwar Solar City hat er verkauft, und das war, ist in der Verkaufsbranche ein Wahnsinngeschäft gewesen. Derzeit besitzt er ungefähr 15 Milliarden Dollar und ist ein sehr einflussreicher Mann, aber wieder Single. Er hat auch viele Gastauftritte in Fernsehshows oder so gehabt, zum Beispiel The Big Bang Theory war einmal. Und das glaubt man gar nicht, dass er trotzdem da so tätig ist. Und seine Ziele in der Zukunft sind unterirdische Autobahnen. Also diese Tunnel sollen da lieber passen. Und autonomes Autofahren. Das heißt, wie auch schon mit der Firma, mit dem Unternehmen Tesla, spezialisiert er sich sehr auf Auto und Mobilität. Und weiters möchte er eben als erstes Unternehmen die Heimat, den Mars besiedeln können, und zwar zu einem Preis, den man sich auch leisten kann. Für mich ist er ein sehr großes Vorbild und eine Inspiration. Jetzt habe ich ein Zitat mitgebracht, und zwar: Unsere Existenz kann nicht nur darin bestehen, ein erbärmliches Problem nach dem anderen zu lösen. Es muss Gründe geben, zu leben. Cool. Wie ist es gegangen, Benedikt? Ja, also im Endeffekt hätte ich weniger den Text, was ich sagen soll, mir auch aussuchen sollen, sondern eher mehr den Aufbau stücken sollen. Aber später ist mir nur schlau. Ich fand die Geschichte am Anfang sehr spannend und interessant. Habe ich durchgehend zuhören können und auch durchgehend war sehr, eben sehr interessant, und das Video vor allem. Also ich fand das Video mit der landenden Rakete echt, echt genial. Das ist sein Wow-Effekt, wo dann gleich wieder die Aufmerksamkeit in den Vortrag zieht. Echt cool. Ich muss sagen, ich fand es ein cooles Thema. Also ich bin auch ein voller Fan von Elon Musk. Deswegen auch ein mutiges Thema. Also so quasi so ein klassisches Referat. Also auch bei her hat mir so ein bisschen der Spannungsbogen gefehlt. Mhm. Es war irgendwie sehr informativ, so Fakten. Was ich gleich noch cool gefunden hätte, dir zu besser zu überlegen, was ist deine Kernaussage, was möchtest du anbringen? Ja. Und ich glaube, was du sagen wolltest, ist so ein bisschen, also das ist jetzt meine Interpretation, erstens, dass er ein cool, genialer Typ ist, also ich ein Genie, und dass quasi, egal was für Voraussetzungen du auch hast, es ist jetzt nichts aus der Nase herbeigezogen, sondern auch durch harte Arbeit, dass sich das erarbeitet, und dass das eigentlich für jeden offen steht, diese Tür. Und ich glaube, jetzt zum Vortrag an sich, wenn du erzählst, es kommt so ein bisschen eine Begeisterung durch, die du für ihn hast, mhm, aber du hast dann gleich zu viel Stress, dich nochmal auf die Fakten zu konzentrieren. Und dass du ja alles richtig hast. Und da ist, finde ich halt zumindest, besser, du bringst deine Begeisterung rüber und haust einfach deine Freude über den Typen raus. Sagst, wow, das ist so ein genialer Typ, der mit Sex im voll kaputten Haushalt aufgewachsen und quasi nur negative Voraussetzungen gehabt
und dann aber bringt er sich selber Programmieren bei und hat seine eigene Firma mit, weiß ich nicht, wie ihr Alter war, hat schon 3 Firmen verkauft, machen andere gerade ihre Uni fertig. Und wenn du da diese Begeisterung reinhaust, dann kommst du auch in ein Erzählen hinein und nicht nur in einen Fakten ablesen. Weil zum Beispiel, wo war das, wo du über seine Kinder erzählt hast oder seine Frauen, da warst du voll drin. Ja. Genau. Das würde ich dir mal mitgeben. Lass dir mal die Begeisterung zu. Und also genieß das. Und Fakten sind noch wichtig, aber genieß es, die Geschichte zu erzählen. Okay. Weil teilweise machst du es echt schon voll gut, dass du dann mal dich von der Geschichte leiten lässt und führen lässt. Und was ich auch super fand, ist, dass du dieses Video gezeigt hast. Ich glaube, bei Lisa im Gesicht habe ich so ein bisschen Verwunderung gesehen. Ich habe gar nicht gewusst, was da jetzt passiert. Genau. Ich kenne das. Ich finde es auch total genial, was du da geschafft hast. Ich finde es genial. Es ist die erste Rakete, die quasi wieder landen konnte. Sonst haben sie immer Raketen geschossen und die sind nicht wieder zurückgekommen. Das heißt, jeder Raketenabschuss war total teuer, weil die Millionen von Dollar in die Luft gepulvert haben. Was er aber gemacht hat oder was sie sich überlegt haben bei SpaceX, wie können wir uns Geld sparen? Naja, indem wir die Rakete immer wieder zurückholen, die wir ins Weltall schießen. Und haben halt da eine Punktlandung geschafft, genau da, wo sie die Rakete landen lassen wollten. Also sie haben umgekehrt gemacht, sie haben die Rakete wieder zurückgeholt. Und ich glaube, da musst du halt aufpassen, wer ist deine Zuhörerschaft und wie viel bringen du mit. Und vor allem in einer Klasse oder so, da sind so viele unterschiedliche Charaktere. Und dann musst du schauen, dass du die Leute abholst. Weil es ist total genial, was sie da gemacht haben. Also ganz, ganz außer Frage. Aber ich fand es cool, dass du diese Bilder eingebaut hast. Auch das Bild von seinem Bruder und ihm, es hat so lässig ausgeschaut. Ja, genau. So, jetzt ist es eh schon 9:30. Also wenn ihr wollt, machen wir noch eine kleine Fragerunde, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas euch noch am Herzen brennt oder irgendwas sprechen wollt. Ja, ich muss gehen. Jetzt wirklich. Ja, passt. Ich würde dann auch aufbrechen. Also ich bin echt, ja. Passt. Ciao, Burschen, gell? Und Lisa. Das ist so, Entschuldige, das ist schon so eine Gewohnheit. Ciao, Burschen und Lisa. Ciao. Ciao, aber Leute. Ich hab dir nicht gesagt, das bin ich vom Fußballspielen nicht gewohnt. Also. Ciao, Leute. Ciao, Sam. Yes. Vielen Dank, Sascha, für den Vortrag. Ich konnte echt einiges mitnehmen. Ich muss mir noch den letzten Vortrag, also vom letzten Mal anschauen. Das fehlt mir noch, glaube ich, als Aufbau. Und ich werde mich leider auch also schon verabschieden müssen. Alles gut, es ist schon spät. Also gute Nacht. Gute Nacht, ja. Ciao. Tschüss. Also gibt es immer irgendwelche Fragen oder irgendwas, was euch am Herzen brennt? Nein. Ich glaube, es ist eher einfach Learning by Doing. Ich glaube, das ist eher der wichtigste Teil, aber dieser zweite Teil, wo du dann einfach einsetzt, was du gehört hast. Und Feedback. Also sich auch gegenseitig Feedback zu geben, ist total wertvoll, weil man sieht beim anderen andere Sachen und kann sich dann auf sich selbst umlegen. Und sich überlegen, mache ich das auch so kacke? Oder mache ich das so gut, würde ich es auch gerne machen? Also es geht ja in beide Richtungen. Ja, ich habe mich beim Konrad ehrlich gesagt ein bisschen selber wiedererkannt in dem Drang, es sehr informativ zu gestalten, was halt voll nach hinten losgegangen, weil man halt die Leute viel verliert. Also das ist sicher so meine Tendenz auch. Darum ist das, glaube ich, schon wichtig. Für mich also, habe ich das Resümee gezogen, dass ich das Prinzip verfolge, weniger ist mehr. Cool. Ja. Sascha, wie war es bei mir mit den Füllwörtern und Sätzen? Hat das Spaß, oder? Füllsätze hast du weniger gehabt. Du hast ein paar Genaus drin gehabt, ein paar Ms drin gehabt, mehr Ms aber. Die fallen weniger auf, Genaus. Die fallen mir immer brutal auf. Okay. Die waren ganz, ganz wenig. Ms waren mehr drin, aber es ist auch, wenn du nicht ganz im Erzählen drin bist, wenn du so Fakten unterliest.
eben wenn du dann ins Erzählen reinkommst, dann hört das eh auf. Okay. Aber das ist auch total schwer. Also das ist wirklich, wirklich schwer, sich diese Füllwörter abzugewöhnen. Ja. Wenn man hat die Tendenz, immer irgendwas sagen zu müssen oder diese Stille nicht auszuhalten. Und deswegen macht man lieber, warte mal, was wollte ich jetzt sagen? Ja, obwohl man ja eigentlich auch quasi, wenn man die Lippen aufeinander schließt, also zumacht und dann einfach so vielleicht ganz leise sagt, also so, dass keiner hört, aber nur, dass man halt, das tut es ja auch. Aber man hat immer das Gefühl, man muss ja gleich weiter machen. Ja, sehr gut, dann werde ich es auch angehen. Ja, passt. Passt. Cool, dass du dabei warst. Hey, danke, Sascha. Voll cool. Danke, dass du dabei sein. Und bis bald. Ciao. Tschüss.